Weiter geht's. Wir tun erstmal Helene anquatschen, weil wir unser Inventar leerer machen wollen. Beziehungsweise wir machen erstmal das hier leer. Banditzeug brauchen wir nicht mehr. Füttern machen wir auch gleich mit. Somit haben wir erstmal wieder was verfüttert. Und gucken wir schnell unser Pet an. 55, Vertrauen 7. Naja, wir machen nochmal weiter mit dem Futtern. Wir haben ja noch was im Inventar. Und die Hosen. So, wunderbar. Und wir schauen unser Pet nochmal an. Jetzt hat 60. Das reicht doch. Wunderbar. So, und was war der nächste Epic Quest? Fluch des Schamanen. An. Was? Abschrift des Fluchs. Was? Fluchmanuskript dunkler Beruk. Berauk. Drachen ist Experte. Okay, da ist es dann, glaube ich, der Epic Quest fertig. Aber ich hatte noch Das ist schnell. der Fettsack. Ja, ich will es, denn wir vorhin hatten. Und jetzt werde ich nochmal schnell meine Rüstung fertig machen. Das wollte ich echt machen und ich habe es bloß vergessen. So, und los geht's. Dungeon. Experte ist eingestellt. Jetzt müsste nur ein gewisser Herr Jung mal die F8-Taste finden. Okay. Gefunden. Alle Spieler sind nicht bereit. Ja, ich habe aber die F8 gefunden, wie du sehen kannst. Nützt mir herzlich wenig, wenn ich losmachen will. Okay, let's go. Drachennest. Aus irgendwelchen Gründen ist wieder mein Ton weg. Lol. Und O-Taste zu beginnen. So, jetzt sitzt hier richtig auf die Gosche eben. So, und zack. Kastriert. Castration pur. Ich glaube, hier muss man nochmal schnell was nachskalieren. Denn. Hast du jetzt wieder Ton oder? Ja, aber ich werde es ein bisschen höher machen, weil unsere Weil Verbindung. unsere Zuschauer sehr taub sind, genau. Nee, deswegen, ne, aber wegen dem Programm, über dem wir reden, das nimmt immer die Verbindung ein bisschen runter. Möglicherweise ist zwar jetzt das ein bisschen zu laut in der Aufnahme, aber. Und Das sah aus, zack. als er schwitzen würde. So. Was für eine Verschwendung. Nö, Wir haben eh alle nur One-Hit. es hat gehagelt, Mensch. Ist einfach nur ungutes Wetter hier im Drachennest. Ja, deine Mana ist auszusehen weg, ne? Nö. Auch cool. Meine Mana ist noch nicht weg, sage mal. Ich hab doch noch volles Mana. Wie man es nimmt, ne? die Tür war weg. Oh, und aus 5 Räumen. Hä? Wo war der Gegner auf einmal hin? Abgehauen. Ne, der stand vor mir, ich hau drauf und weg, dass ich weg, plötzlich weg war. Kein Bock mehr auf dich hier ab. Ja, jetzt euer klar, jetzt genau wenn ich hochspringe, spuckt er Feuer. Ist klar.
Siehst du, jetzt brauchen wir nicht mehr mal die Leichen verscharren. Die verscharren sich von alleine. Drecksig. Ich hätte es besser positionieren sollen, nicht wahr? Momentan bin ich voll abgelenkt irgendwie. Keine Ahnung. Ich verliere mehr Life als du. Und das ist sehr, sehr unnormal. Ich bin doch mal stärker als du. Was für ein Vorteil. Ja. Wenn das Mike wüsste, dass ich stärker bin als du. Ach, stärker als ich sicher nicht. Na, du bist bloß ein Level weiter. Wir können gerne mal PvP machen. Nee. Ja, okay, da haben wir es schon. Ich hab keinen Bock auf so ein Ding wie Spiel bei Elsword gewesen. Da verliert man nur unnötig. Warum unnötig? War noch nur 12-1, die du verloren hast. Ich sag ich ja unnötig. Das war noch nur 12-1, mein Gott. Ich kenne solche Serien, ich habe das so eine Genüge durch. Ist genau wie bei Tekken. Es gibt einen, den ich noch nie geschlagen habe. Das ist Steve. Also der schlägt mich dort 12, 13 zu 0, 14 zu 0, 11 zu 0, was weiß ich, 26 zu 4 war auch schon nochmal. Oh, also das ist echt abartig. Aus diesem Grund habe ich keinen Bock auf solche PvP-Geschichten. Oder Weil 1 du gegen immer 1. verlierst, weil auch immer du der Blöde bist. Nee, Kombo-Probleme. Das hatte ich hierher, das habe ich selbst bei Decken. Kombos sind halt nicht jedermanns Sache. Außerdem. Mini Street Fighter ist einfacher, aber. Wahrscheinlich kriegst du nicht mal ein Zelda Ocarina of Time Kombo hin. Willst du mich verarschen oder was? Ich bin nicht Mike. Oh, nett. Mike und Klassis, du wirst hier gerade richtig gemobbt. Ey. Da passiert, wenn man hier abgelenkt wird. Stirb. Ich mach einfach mal gar nicht Latten nach. Ist ja auch mal eine schlaue Idee. So. So. Jetzt bin ich nicht mehr abgelenkt, jetzt geht's richtig los. Haha, alle weggeboostet. Ich fliege. I believe I can fly. Au! Ja, da hast du auf die Schnauze gekriegt. Husch. Geil. Und der Bostrop ist sein abrasierter Bart, den eh keiner tragen will. Ah. Fällt so ein, ich müsste noch mal in den Anfangsdungeon von Ruben. Ich will wieder die schillernden Acts daran haben. Viel Spaß beim Fahren. Du hast immer so viel Glück bei Bostrops. Na, ich war schon fünfmal drin letztes Mal. Ich habe da nichts gekriegt. Also, ich habe da wieder die Wahrscheinlichkeit vom letzten Mal. Nix. Ich habe noch nie mal was Seltenes gedroppt. nam 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 nam. Fui-Modus. Und Eskel natürlich. Usch. Mondlichtbogen der Endgültigkeit.
Bis jetzt feiern wir schon Mondlicht. Komisch, dass es nicht einmal einen Kompass gab wieder. Ja, den ich eh bekommen hätte. Oh, den kann ich ja verkaufen. Danke für die Erinnerung. Willst du einen Kompass für 1 Million? Nee, ich hab gerade 1 Million erst zusammengekriegt. Ich habe fast 2 Millionen. Skill abgeben. Chang ist der Cashmaker. Drachennest, Experte, Schamane, Experte zweimal. Bäh. Willkommen, Club. Okay, nochmal. Hab ich einen Bock auf diesen Quest, Alter? Was hast du da geblasen, Mensch? Ich habe hier eine Multiflasche, die hat ein bisschen große Öffnung. Und ich brauchte Luft nebenbei, deswegen musste ich irgendwie Luft holen. Ihr wisst, wie Dann trocken das lies deine ist? Flasche ein. Jetzt haben wir's. Ich frage mich, was du machst, wenn du trinkst, Alter. Das hört sich immer an, als wenn du einen halben Wasserhahn leer machst. Ich sauf halt viel. Na und? Säufer. Besser Wasser als irgendwelche Alk. Sachen. Ich trinke ja kein Alk, ich trinke Bei Multi, Cola oder sowas. Multicola, Ne, Cola oder Multi oder Orange oder Apfelsaft oder irgendwas Fruchtiges. du hast doch bestimmt eine Flasche mit so einem Etikett drauf, wo drauf steht, was es Multivitamin. ist. Multivitamin ohne Pfand. Ja, das sind halt die Leute, die wollen, dass wir irgendwelchen Müll da auf den Weg werfen oder so. Haben schon 12 Minuten, ne? Immerhin, ne? Wir machen den Plan schon zum dritten Mal. Geht ja mal richtig schnell, wa? Ja, aber ich da bin. Naja. Ja, ich bin ja der Mitstealer hier. Ich klatsche mal weg. Was ich lollig finde, ich habe bald Level 28 und du bist gerade mal 28. Ja, ich helfe dir auch schon hier seit einer ganzen Weile, ne? Ansonsten kann ich auch gleich abzischen und dann meinen eigenen Kram machen. Wenn du würdest ja die Quests machen, die es hier so gibt, nebenbei alle, die es so zu machen gibt, dann hättest du vielleicht auch schneller die Level höher. Wenn alleine, wenn ich die ganzen Python-Dingsel mache hier, die Quests, dann habe ich schon mindestens Level 29, ohne was zu machen. Klar muss das machen, die Quests machen. Ja, aber es gibt doch schon einiges an Erfahrungspunkten, so dass man dann schnell leveln kann. Deswegen, aber ich mache Warum eben. mache ich ja? Ich mache immer nur die Epic. Ich mache alle Nebenquests, weil das ist ja auch wichtig im Prinzip. Sonst kannst du an die Pinwand gucken, dann hast du 50, 70, 90, 100 Quests über und dann musst du dann im späteren Verlauf nochmal machen. Weil Ja, ja. aber im späteren Verlauf geht das alt ruckzuck. Ja, mag sein, aber. Kannst du durchgehend einmal pupen, die Kippen um? Ich mache lieber gleich am Anfang, weil einfach ist es und so sehen es die Leute, was man am besten hintereinander macht, um sehr viel zu schnell und auch gut zu leveln. So. Mann, ihr dämlichen Gegner. Geht doch alle, ziehst du doch, alle fliegen weg. Alle Gegner fliegen hoch. Kommen wir durch. Ja, ich wollte mal aufladen, ich mach das sehr selten, deswegen. Ja, ich mach's auch in der Combo.
Du immer mit deiner Combo. Ja, Kombos sind wichtig. Stell dir doch deine Combo her, wo du sie hinhaben willst. Okay, ich will sie in dein Face, also müssen wir in den PvP-Raum. Die Gilde Blaze Blue. Blass Blue. Blaze ist ja mit E hinten dran, aber das ist Blass Blue. Na lol. Das. Und gib Hagel. Da 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 da. Oh mein Gott, okay. Ganz episch. Die Hüpftaste verwechselt? Hast die Hüpftaste verwechselt? Warum Ja, verwechseln? weil du gehüpft hast die ganze Zeit. Ja, und? Machen nur Leute, die Langeweile haben. Hab ich ja hier auch. Kastrieren wir euch. Nein, meine Blaubeeren. Na, ich drehe auch noch drüber. Kannst du ruhig haben. Habe ich auch Gold. Ich bin bloß drüber gesprungen, ey. Da hätte ich sie mir locker schnappen können. Hast aber nicht, was für Vorteil. Ja, ich weiß. Ich bin ja ein sozialer Mensch. Mir ist so kalt auf einmal. Zieh dir was am Arsch. Nee. Dann frierst du halt. So. So. Ups, ich hätte hier lieber den Eskel nehmen sollen für hier denn hier. Ja, jetzt verspottet er dich und lacht dich aus. Muhaha, Schweiter. Oh, jetzt kastriert er uns. Wieso uns? Dich hat er doch gerade kastriert. Nö, ich bin abgezischt. Feigling. Kein Bock auf diese scheiß Blitze, geh mir vor vom Ei. Oh mein Gott. Du musst mich nicht gleich Gott nennen. Hab ich dich auch nicht genannt? Sattel oder wie auch immer. Judas. Doch. Wie bitte? Oder auch Judas. Judas, ey, der ist cool. Hast den. Ja. Nenn mich Blue Baby, Digga. Von Isaac, dieser Tote. Der ist irgendwie schwer zu zocken. Keine Ahnung. Judas. Ich habe mal mit Eve gezockt, Alter. Das habe ich genauso verloren wie mit Isaac. Also mit Isaac war ich irgendwie cooler. Was, du hast 29, so ein Mist. Ein Level noch. Was ein Ich Level? guck mal eben nach dem Ticket. Oh mein Gott, es sind schon 18 Minuten. Na. Zwei offene Tickets und zweimal gehen die an unseren lieben Community Manager Flux. Der antwortet aber nicht. Tja, wir machen wieder weiter, einen kleinen Moment.